Die ist zwar gut, aber minus 50er Wohnungsgeschwindigkeit ist nicht so besonders berauschend. Edda hat da auch eine gute Rüstung. Du trägst eine Brigantine. Da trägst du jetzt erstmal eine gute Brigantine, bis wir da was Ersatzmäßiges gefunden haben. I'm here. Das ist auch der Grund, warum Kanna so langsam schießt. Look there. Entlang der Deckelkante finden sich tiefe Furchen und Kratzspuren. Ja, von den Ghulen. Die Bissspuren auf diesen Knochen scheinen von der Größe her zum Menschen- oder Elfenzehen zu passen. Jo. Die gute Morgtaxt und Adra. I'd be glad to. Hier brauchen wir den passenden Schlüssel zum Öffnen. Silberpfennige. Und ja, diese Sachen an der Wand da, diese Grabsteinsymbole, die werde ich nicht anklicken. Weil das sind einfach nur Texte von Bacon. Das hat auch der Loading Screen mir mal gesagt, dass man das nicht unbedingt machen sollte, wenn man nicht gerade durch die vierte Wand durchdrücken will. Ach, herrje. Versuchen wir mal ein Verbot. Da taumeln wenigstens alle. So, Kanna, du schleuderst Blitze. Das hat nur leider wieder nicht geklappt. Following your lead. Gut. Jede Menge Light, flame and sound. Knochen und Gefäßfleisch. Und ja, so sind wir halt hier einmal außen rum gegangen. Also so außen rum. Hier, also hier hoch und nicht hier direkt durch. Weil sonst hätten wir hier im offenen Wasser gegen die ganzen Untoten kämpfen müssen. Das wäre auch nicht so schön gewesen. Da geht es sicher weiter, deswegen gucken wir erstmal hier lang. Wie ist denn meine Mechanik eigentlich mittlerweile gerade eingestellt? Auf 5, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich kann so Stufe 5 Fallen entschärfen und Stufe 5 Schlösser knacken. Und ich glaube, es gibt hier maximal Interesting. diese Stufe an Fallen und Schlössern. Ja, das ist eine Stufe 2 Falle gewesen. Hey. Hey. Ja, und das hier hat mich auch einmal im Kreis geführt. I'm here. So, das war der riesige Schleim. Goldsohle. Die Sohle ist die kleinste Goldmünze der Valiarischen Republik und wird für Transaktionen mit hohem Wert benutzt. Da war der Schleim aber hungrig, dass er Gold frisst. So, hier sind zwei Türen. Ja, genau. Schwierigkeitsgrad 5. Das war der höchste Schwierigkeitsgrad hier. Und das hier gibt. Und hier sind Stiefel der Stabilität drin. Verteidigung gegen niedergestreckt Angriffe. Verteidigung gegen Stoßangriffe. Edda, du hast ja schon Verfassungsstiefel, dann kriegst du die mal, dass du nicht so häufig umgeworfen wirst.
So, hier haben wir vielleicht Glück und es sind Rastvorräte drin. Nö, ist Bier drin. Noch mehr Bier und Schnaps. I'm here. So, ich bin mir nicht mehr sicher. Also abgesehen davon, dass hier ein Schleim ist, den wir erstmal loswerden sollten. Ja, Kader macht böse viel Schaden eigentlich mit seiner Waffe. Nur durch die Erholungszeit von minus 50 ist er doch recht langsam. Ich guck mal hier hoch, ob hier oben Gegner waren. Ich hätte vorhin Quicksave machen sollen. Ich bin so klug und schlau. Ja, hier oben sind Gegner. Mist. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. How about that? Kriege ich die Falle entschärft? Jo, das war Schwierigkeitsgrad 4. I'll see what I can find. Look there. Whoa, ho, 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 ho. You're quite friendly, aren't you? Miss D's 6. I'd be glad to. I'm here. Oh Mann, im Fernkampf sind solche Schleime ein bisschen. Kontraproduktiv. Das hat wenigstens mal gut Schaden gemacht. Also entweder steht keiner gerade zu weit weg. Als dass die Blitze wirken. So, Silberpfennig hatten wir schon mal. Und hier ist noch so ein Wasserbecken. Also so ein Auffangbecken wie das hier. Ein Blutstein. Gut. Nichts Besonderes hier also. Na ja, gut, der Blutstein ist jetzt nichts. Unpraktisches, sage ich mal. So ganz vorsichtig an der Falle vorbei. Interesting. Okay, noch eine Falle, die wir nicht entschärfen konnten. Oh.
That's it! Ah, willst du nicht blitzen? Doch, aber jetzt ist es schon zu spät. Eine Picke brauchen wir mal wieder nicht. Nice and quiet. Wohohoho. I'm here. Yes? Gut, hier wollen wir abbiegen. Look there. So, die Fallen können wir entschärfen. Die sind 4. Hier sind Rastvorräte für uns. Das ist schon mal nicht schlecht. I suppose it can't be helped. Das kann ich auf jeden Fall knacken. Da war eine Lederrüstung drin. Da war was drin und da könnten wir eine Tür öffnen, die uns hinter die Untoten da bringen würde. Aber wir wollen eigentlich genau an diese Tür kommen. Bier trinken, essen. Wir können mal die ganzen Fallen wegsortieren. Und nach oben gehen. So, wir sind in der Burgküche angekommen. Da geht's zum Verlies. Die gebratene Ziege schmeckt nur leicht nach Rauch und verbranntem Fett. Außer dem kalten Kadaver wurden mehrere Fleischbrocken herausgeschnitten. Ja, okay. Gut, wir hören Schritte da draußen. Das heißt, Redricks Leute sind überall unterwegs. Unser eigentliches Ziel ist hier oben nämlich. So. Zur Burgküche, zum oberen Festungswall. Wir sind da angekommen, wo ich hin wollte. Ein guter Kampfstab. Vielleicht müssen wir mal gucken. Tagebuch wurde aktualisiert. So, was steht denn in meinem Tagebuch? Für seines Ödlands. Ich habe Redricks Festung erreicht. Fürs Redrick wartet irgendwo im Inneren, aber dorthin zu gelangen wird nicht einfach werden. Ich habe einige Beratroben gefunden. Damit sollte ich mich unter die Priester auf diesem Stockwerk mischen können. Ja? Das ist auch der Plan. Mann, hat Edda Brustmuskeln. Ja gut, bei Dovin sieht das nicht anders aus. Und bei Kana wird das noch schlimmer aussehen. Ja. Ach, Alof sieht ein bisschen schmächtiger aus. I'm here. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Rüstungen an. Ich hoffe, wir haben es nicht vergeigt, dass die hier aggressiv auf uns sind. Nein, sind sie nicht. Gut, ich kann jetzt hier einfach Sachen plündern. Plattenpanzer. Nasenhelm. Das heißt, ich kann mal einen Quicksave machen für den Fall, dass ich mich verrate, was ich nicht will.
Von wem wir uns nämlich verleihen sollen, sind die Oberpriester. Gekritzelte Notiz. Ich habe dein Geschenk erhalten und gab dir, dass jemand so etwas auf Pergament niederschreibt. Ich habe in der Kapelle etwas für dich hinterlegt, aber wühl nicht wieder im falschen Schädel herum. Und Goldduck. Ist die einzige Münze, die im Dürrwald geprägt wird. Auf diesen Münzen sind die Gesichter historischer Ducks abgebildet, wenngleich die meisten von ihnen das Gesicht von Admet Hadret zeigen, dem ersten Duck. Ja, das ist ein Trank der kleinen Ausdauer, der kommt zu Edda und der Rest, der wird eingesackt. Ah, und Edda hat schon volles Stick.